bon après-midi, Monsieur, Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich habe mir ein Dictionary, Larousse Advanced Dictionary, New Edition French, French, English, Anglais, Français, 400.000 Translations, dieses Wörterbuch besorgt. Und es hat einen Mittelteil. Le Cahier Culturel Cultural Supplement, und es ging vorher um Milestones of the English Language, Jalon de la Langue Anglaise, und jetzt geht es um Milestones of the French Language, Jalon de la Langue Française. Und es geht um Charles II, Bruder von Ludwig dem Germanen, und der ist als historische Quelle angegeben. Der Text heißt In Romance for the First Time, En Roman pour la Première Fois. Und der Text ist auf Englisch und auf Französisch, und ich lese ihn erst auf Englisch vor und dann auf Französisch. In Romance for the First Time, in 842, Charles the Bold and Louis the Germanic swore an oath of alliance. Charles the Bold's address to the soldiers is written not in Latin but in Romance, which was the everyday language of the western part of the Carolingian Empire. Pro Deo amor et pro Christiano Poblo e nostro comun salvament. In brackets, for the love of God, the salvation of the Christian people and that of us both. Jetzt auf Französisch. En roman pour la première fois. En 842, Charles de Chauffe et Louis le Germanique prononcent à Strasbourg un serment d'alliance. Le texte qui s'adresse aux soldats de Charles Chauffe n'est pas rédigé en latin, mais en roman, c'est-à-dire dans la langue quotidienne de la partie occidentale de l'Empire carolingien. Pro Deo amor et pro Christiano Poblo et nostro comun salvament. Embriqué pour l'amour de Dieu et le salut commun, pour l'amour de Dieu et le salut commun du peuple chrétien et de nous deux. So, der französische Text ist ein bisschen besser als der englische. Das war auch schon im vergangenen Teil der Fall. Was mir sehr gut an dem Buch gefällt, ist, dass es Abbildungen von historischen Quellen gibt. Und hier ist ein Porträt von Karl dem Kahlen zu sehen. Portrait of the King of France, Charles II the Bold, 843 till 877, brother of Louis the Germanic, portrait du roi France Charles de Le Chauffe, embriqué 843 à 877, frère de Louis le Germanique. Ja, so, das kann ich noch kurz zeigen, dann bin ich damit auch durch. Ja, sieht man das Bild von Karl dem Kahlen, das Porträt.
drauf zeige. Die Bilder sind nicht groß, aber es ist sehr schön. Das illustriert das Ganze gut. Man merkt, dass da Arbeit reingeflossen ist. Das gefällt mir sehr gut, was hier gemacht worden ist. Ja, und damit möchte ich jetzt schließen. Tschüss.